Hi, ich bin Levin. Und ich bin Fabian. Und zusammen sind wir die Creator von der Webserie Lampenfieber. Lampenfieber ist eine Webserie über den 21-jährigen Philipp, der gerade sein Studium geschmissen hat und sich nach einem One-Night-Stand dann auch noch Hals über Kopf in den ex-verbotene Liebesstar Gunnar verliebt hat. Wir sind hier heute mit unserer tollen Kamerafrau Martina und unserer mindestens genauso tollen Regisseurin Anna das erste Mal in der Studiobühne Köln, wo wir im Sommer die Serie drehen werden. Das hier wäre unsere... Ein Traum mit dem Garten. Ja. Hallo, ich bin Sebastian. Ich spiele in dieser Webserie den Gunnar. Der hat mal in einer Seifenoper gespielt und ist jetzt ans Theater gekommen. Ich habe da auch so eine gewisse Vergangenheit und im Endeffekt bin ich viele Jahre durch die harte Schule der Seifenoper gegangen, um im Endeffekt den Gunnar spielen zu können. Gunnar spielt sich gerade zurück in die Herzen des seriösen Publikums an einem Kölner Off-Theater. Und Philipp ist so verknallt, dass er alles stehen und liegen lässt und denkt, wenn ich jetzt ihm hinterher reise, vielleicht habe ich eine Chance bei ihm. Er bewirbt sich an diesem Theater für ein Praktikum und wie man halt so mit 21 ist, ist voller Hoffnung. Hi, ich bin Nils, ich spiele den Philipp und ja, mit Jugendlichen im Leichtsinn kenne ich mich leider ganz gut aus. Also ich verliebe mich nie, aber da kommt man noch wieder raus. Hoffentlich. Und Philipp wird es auch. Vielleicht. Mal sehen. Das hat sich Philipp natürlich viel zu einfach vorgestellt. Und überhaupt hat am Theater niemand auf ihn gewartet. Außer Isabelle vielleicht. Isabelle ist eine junge Schauspielerin, die aber selber auf der Suche nach ihrem Platz in der Theaterwelt ist. Gibt es keine Sexszene, ne? Was? Hier in diesem Raum? Das finde ich ja toll, wenn sowas... Aha, wenn ich hier irgendwo... Vor dem Hai. Ja, die Zähne haben. Also die Schärfe schön. Ist nur beim Hai und die können nur mit Unschärfe treiben, was sie wollen. Ja. Ich finde ihn. Ja, aber das ist auch mal. Das finde ich ganz wichtig für die Serie, dass das einen Nerv trifft. Wie es vielleicht sonst nicht so gesehen wird. Also es ist nicht idealisiert. Es ist sehr authentisch, nah und zeitgeistig. Das ist viel schöner, wieder was noch aufziehen. Also Lampenfieber soll so aussehen, dass man das gerne schaut. Also auf Hochdeutsch jetzt ernsthaft. Das soll halt echt rüberkommen. Also mittendrin quasi, nicht nur dabei. Genau so soll das sein. Lampenfieber wird ab Herbst auf YouTube zu sehen sein. Haben wir, One Take Wonder. Hey, das war super.